Hallo, jetzt kommen wir auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. In der letzten Folge sind wir echt gut in die Saison gestartet mit 6:2. Also das war ein richtig, richtig guter Auftakt. Wir gehen jetzt hier erstmal rein in die Simulation und gucken einfach mal, wie wir die nächsten 2, 3, 4, 5 Games so spielen. Gegen die Denver Nuggets sieht es nach einer klaren Niederlage aus, oder? Drehen wir das Ganze sogar vielleicht noch? Ah, egal, ich gehe nicht rein. Haben hier nämlich am Ende doch verloren. McCoy mit einem schönen Double-Double, unser Rookie. Macht das bisher eigentlich ganz gut. Dann Johnson 17 Punkte wieder. Am Ende waren aber Michael Porter Jr., Murray und Co. einfach stark. Auch hier Herr Sean Nyland, 26. Pick gewesen, interessant. Also dafür aber mit einer 73 gar nicht mal so schlecht wie so einen hohen Pick. Jetzt spielen wir gleich nochmal gegen Denver. Mal gucken, ob man dieses Mal gewinnen kann. Oder ob wir dann am Ende doch einen 4-4-Standing haben nach dem beiden Duell gegen die Nuggets. Sieht aber erstmal gut aus. Sehr schön, wir gewinnen hier, weil Murray wieder aufgedreht hat. McCoy wieder einen Double-Double. Johnson 20 Punkte, sehr schön. Okay. Wir haben hier ein paar Leute, die reden wollen. Terrence Ross als allererstes. Der wird wahrscheinlich wegen ein bisschen Spielzeit rumheulen. Es ist so, wenn sie mehr Spiele gewinnen wollen, müssen sie mir mehr Minuten geben. Von der Bank aus kann ich uns nicht helfen. Ich bin keine Cheerleaderin. Du bist aber ganz schön frech, deswegen mit liebevoller Strenge ablehnen. Tut mir leid, aber ich musste ihren Coach Rückendeckung geben. Wenn sie mehr Spielzeit wollen, müssen sie den anderen wegnehmen. Das haben sie bisher nicht getan. Wenn sie das wirklich glauben, dann sehen wir nicht dasselbe Spiel. Ich weiß nicht genau, was hier noch groß zu sagen gibt. Ja, Kollege, spiel einfach besser, heul nicht rum. Immer diese ganzen Mimosen in diesem Game, ne? Auch hier Šamanić. Die heulen alle rum, dass sie mehr spielen wollen. Ich mach mal ablehnen und gut Wetter machen. Wollen sie die Wahrheit wissen? Sie wollen ihren Vertrag im Moment gar nicht verlängern. Sie können noch eine Schippe drauflegen, was ihre Leistung angeht. Und wenn sie die Saison stark zu Ende bringen, können sie hinterher viel mehr Geld fangen, als ich ihnen jetzt geben kann. Oh, ich hätte dann mal ein bisschen mehr lesen sollen. Es ging nämlich um eine Vertragsverlängerung. können wir ja kurz mal gucken, ne? Preisdiagramme. Okay. Interessant. Aber ich wollte ja eigentlich mal in die Verträge reingehen. Also, Johnson will nicht verlängern. Was hat denn der für einen Vertrag? Und warum will er nicht verlängern? Er hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Da muss ich mit ihm auf jeden Fall quatschen. Murray. Der hat noch Vertrag, aber da kann ich momentan nichts machen. Ne? Ross, Oi Banks, okay. Er hier würde seinen Vertrag verlängern, aber er fordert halt viel zu viel, ne? Walker will seinen Vertrag auch nicht verlängern, okay. Ich muss mal mit Johnson reden, warum er seinen Vertrag nicht verlängern will. Weil mit ihm würde ich gern weitermachen. Er ist jetzt nur ein Hin und Her gewesen, okay. Einfach nur ein bisschen Gespräch. Nicht so cool. Teamstatus. Ich quatsche jetzt mal mit ein, zwei Spielern, um so ein bisschen die Moral nach oben zu schießen. Weil ich verstehe nicht, warum Johnson zum Beispiel so eine niedrige Moral hatte. Wo sehe ich denn die Moral meines Kaders eigentlich? Weil warum haben so viele unserer Spieler so eine schlechte Moral? Das kann doch nicht sein. Wo kann ich mir die Moral angucken? Weiß das jemand von euch? Talententwicklung kann man ja kurz mal gucken. Ah, da geht es um die... Achso, das war glaube ich Teamentwicklung, nicht... Ja. Spielentwicklung, das ist schon mal interessanter. Wasel, okay. Vielleicht kann mir das jemand von euch in die Kommentare schreiben, wo ich die Moral der Spieler sehe, also ohne dass ich halt immer erst hier reingucken muss. Ich fühle mich durch die Entwicklung der letzten Zeit verärgert. Jeder neue Tag ist noch besser als der andere davor, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Okay, er ist zufrieden. Angesichts der derzeitigen Situation fühle ich mich erregt, okay. Hat mich Energie geladen, okay.
Aber so richtig, wie man das lösen kann, kann man hier irgendwie auch nicht, ne? Naja. Genau, eine Sache wollte ich auch noch machen. Oder was heißt eine Sache? Wir haben Primo. Hier Sharp, ne? Den wollte ich nämlich in die G-League tun. Genau. Austin Spurs zuweisen, zack. Dann ist er erst ein G-League-Spieler und das kann man ja mit noch jemandem machen. Lou Wins könnte man da eigentlich auch mal reinpacken, ne? Ja, kann man eigentlich auch noch mal reintun. Zack. Dann spielen die nämlich ein bisschen. Ansonsten passt das soweit, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal noch mal ein paar Spiele rein. Was ist denn jetzt? Ist doch alles so gut. Also jetzt hier gegen die Miami Heat. Wäre natürlich cool, wenn wir hier weiter gewinnen können, Richtung Playoffs zu gehen. Sieht sehr eng aus. Aber leider gewinnen die Heat das hier wohl. Am Ende sehr, sehr deutlich, obwohl Murray 23, 8 und 7 aufgelegt hat. Oladipo und Co. Okay. Kyle Lowry 31 Punkte, Jimmy Butler, Adebayo starkes Double-Double, fast ein Triple-Double. Gar nicht mal so übel das Ganze. Wir haben jetzt echt viel wieder verloren, ne? Ich meine, wo stehen wir jetzt gerade? Wir spielen 5-4, ist immer noch okay. Okay, hier will niemand reden. Meine Vermutung ist, dass er sich momentan okay fühlt, okay. Wir plauschen mal einfach kurz mit McCoy noch ein bisschen. Wissen Sie, ob die Foodtrucks heute da sind? Ich weiß, dass der Halal-Truck da ist. Habe ich im Internet gesehen. Beim Taco-Truck weiß ich es nicht. Ich hätte jetzt echt Bock auf Tacos. Hä? Ich auch. Drücken wir die Daumen. Okay. Irgendwie so stumpf. Ah, wir haben ein Trade-Angebot. Okay. Trade-Angebot. Okay. Na gut. Dann haben wir erstmal ein Trade-Angebot der Phoenix Suns. Hey, Velosche, wir haben dein Trade-Angebot für Sie. Sind Sie interessiert? Natürlich gucken wir uns das an. Ich wäre ein Idiot, wenn ich nicht wenigstens ansehe, was Sie anbieten. Klar. Warum zum Teufel sollte ich DeJounte Murray abgeben für Jay Crowder und Dario Saric? Sinnlos. Meeting mit CFO. Hey Matthew, ich muss mit Ihnen über etwas Kleines reden. Kein Problem, was gibt's? Ich habe 3 Stunden lang unsere Bücher durchkämmt und konnte keinen einzigen Fehler finden. Es ist einfach atemberaubend, wie gut Sie mit Zahlen umgehen können. Props verteilen. Danke, Präzision ist mir sehr wichtig. Freut mich wirklich, dass das jemand auffällt. Boah, plus 10, das ist hart. Einfach nach oben. Plausch will ich jetzt eigentlich nicht so viel, ne? Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich weitergehen. Übrigens, Trade-Liste können wir ja auch den einen oder anderen hinzufügen. Unter anderem Terrence Ross, falls den jemand will. Und ich weiß nicht, will ich Šamanić können wir eigentlich auch abgeben, ne? Weil der will zu viel Kohle. Wir können ja auch nochmal kurz in die News der Liga reingehen, ob es da irgendwelche Transaktionsdinger gab, also irgendwelche Trades. Ja, Bogdanović gegen Anunoby und einen Zweitrunden-Pick, interessant, dass die Raptors den echt abgeben. Eigentlich ein sehr guter Spieler, Anunoby, vielleicht ein bisschen underrated sogar. Timberwolves besiegen uns wohl. Ja, unser junges Team lernt natürlich, ne? Johnson liefert aber diese Saison echt sehr, sehr gut an. Was ich nicht verstehe, warum ist er frustriert? Das verstehe ich halt nicht. Dann sag mir doch, warum bist du frustriert? Was ist denn los, Kellen Johnson? Wie kann ich dir weiterhelfen? Sag mir doch bitte, wie kann ich dir weiterhelfen? Das ist halt, was mich so ein bisschen nervt daran. Warum steht da nicht erst frustriert, weil? Will er mehr Geld haben? Was kann ich für dich tun, Bro? So. Weil er spielt eigentlich eine sehr gute Saison, kriegt mehr als genug Minuten. Ich meine, er hat gerade 39 Minuten eben abgerissen. Was willst du mehr? Towns übrigens Monsterleistung, Edwards und Co. auch. Und da steht einfach, man ist frustriert. Aber sag mir doch was, mehr Minuten, mehr Kohle. Was willst du haben, Mann? Weil so hat man gar keinen Ansatzpunkt. Ne? Jetzt hier gegen die Magic zu verlieren, wäre schon bitter. Ich habe hier die erste Folge genannt. Ah, wie habe ich sie genannt? Johnson 33, ganz stark. Aber
Die haben in der Masse einfach besser gescored. Ich habe ja irgendwie genannt, sowas nach dem Motto, yo, ich plausch mal mit ihm ein bisschen. Ich habe die erste Folge genannt, ich glaube, vom ersten Spieltag an tanken. Auf gar keinen Fall. Okay, hat auf jeden Fall jetzt plus 3 Moral. Das bisschen Plauschen bringt was. Das gehe ich immer einen Schnelldurchlauf durch. Ich könnte euch das natürlich auch alles nachlesen, aber am Ende ist es ein kleiner Plausch, bisschen die Moral nach oben und das war's. Ja, gegen die Warriors. Boah, eng am Ende, dann wäre ich echt noch reingegangen. Ich dachte, wir gewinnen das. Auch hier wieder Murray und Johnson, natürlich die besten Männer, aber wir gewinnen das halt nicht. Er ist frustriert mit der Art und Weise, wie die Dinge gehandhabt werden. Ja, aber mit was? Was für Dinge? Lauschen wir nochmal ein bisschen mit ihm hier, mit McCoy. Alle so ein bisschen bei Laune halten, aber alles natürlich auf schnell. So, jetzt gegen die Rockets. Wir sind jetzt bei 5 zu 7, ne? Das ist nicht so cool. Also unser Standing hat sich klar nach unten entwickelt. Der gute Saisonstart war bisher nur so eine Momentaufnahme, muss man leider sagen. Und wir verlieren das nächste Ding, ne? Das nächste verlorene Ding gegen John Wall und Co. Wir haben jetzt die letzten 5 Spiele in Folge verloren. Gucken wir mal jetzt hier gegen die Pelicans. Gegen Zion Williamson und Co. Und das sieht auch wieder nicht gut aus, ne? Weil wir 44 Punkte im ersten Viertel zugelassen haben. Also katastrophal. Wow, Blowout einfach mal. Also das ist richtig hart, ne? Und Šamanić verletzt noch. Cool ist das natürlich alles nicht. Er spielt hier sogar von Anfang an, ne? Ja, Oi Banks natürlich mit der Chance jetzt, ne? Er kriegt jetzt natürlich ein paar Minuten. Machen wir mal 24, das ist seine große Chance. 4 Minuten können wir noch verteilen. 2 Minuten gehen an Diallo. Und 2 an Wastel noch. Okay. Okay, mal gucken, was Todd Ewing mit uns besprechen will. Bei den aktuellen Leistungen des Teams denke ich, wir sollten ein paar unserer Coaching-Strategien anpassen. Keine Änderung. Brauchen wir erstmal nicht machen, das ist ja jetzt nicht übelst wichtig. Meeting mit Governor, nee. Ansonsten haben wir auch keine Angebote etc. Okay. Also alles gut bisher. Jetzt gegen die Phoenix Suns mit Kyrie und Co. Mit Kyrie, Booker und Co. Das sieht wieder nach einer Niederlage aus. Okay, also wir sind ganz klar wieder ein Lottery-Team, wie es aussieht. Die Jungs entwickeln sich, aber wir haben natürlich Niederlage um Niederlage. Gegen solche Teams hier kann man sich halt einfach noch nicht durchsetzen. Jetzt gegen die Timberwolves. Šamanić. Ja, bleibt erstmal draußen. Mal gucken jetzt hier gegen die T-Wolves, ob man hier wieder verliert. Also wir gehen gerade im ersten Viertel immer komplett unter, ne? Immer wieder dieses erste Viertel. Interessant. Edwards mit 38-11, okay. Towns. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler in Folge verloren. Die große Frage, 10 Niederlagen in Folge, ey. Jetzt hier gegen Utah und wieder das erste Viertel mit 9 hinten gewesen, ne? Also wir verkacken wirklich das erste Viertel. Wow. Also auch hier wieder, die Jazz viel zu stark für uns, interessant. Jetzt eigentlich nur die große Frage, 10 Niederlagen in Folge, ja oder nein? Mal erstes Viertel mal gewonnen, fast schon eine Sensation. Das sieht nach einem engen Ende aus. Vielleicht gehe ich hier sogar rein am Ende. Ja, 2 Punkte Abstand. Wir gucken mal, ob ich den 10. Sieg in Folge abwenden kann. Jetzt hier gegen die New York Knicks. Murray mit einem ganz schlechten Spiel. 4 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists nur. Aber mit einem Dunk, sehr schön.
DeJounte Murray hat es easy gemacht. Und jetzt hier Randle gegen Johnson, der auch nicht viel gescored hat. Ne? Wer war denn heute unser Topmann? McCoy hat auch nur 2 Punkte. Aber irgendjemand muss ja die Punkte gemacht haben für uns. D-Rose. Okay, gut. Oh, das kann das Ganze natürlich. Okay, Oladipo hat hier 20 Punkte. Interessant. Also Oladipo wahrscheinlich hier wirklich der Topscorer. Ah, kann sich da nicht durchsetzen. Gibt den Ball erstmal ab an Primo. Vielleicht jetzt hier eben im Pick and Roll. Okay, das war schlecht gespielt eigentlich. Ich bin den echt noch losgeworden, ne? Ich bin den sogar echt noch halbwegs vernünftig losgeworden. Oh, die Rose, das war ein schöner Move. Ah, Port ist ganz frei. Macht ihn Gott sei Dank nicht rein. Und jetzt hier Victor Oladipo Pick and Roll mit McCoy. Der macht ihn schön rein. Sehr gut. Nix hier mit der Timeout. Wir haben auch nur noch eine Timeout zur Verfügung. Eubanks hier mit 10 Rebounds. Interessant. Barrett. Nix hier eigentlich durchaus hier favorisiert, ne, aktuell. Der Andre Ayton am Ball. Eben gewesen. Also sie haben auch echt da in der Free Agency gut was geholt. Da waren die Suns wohl nicht bereit, die Kohle zu zahlen, die er wollte. Ah, wieder Pick and Roll oder was? Oder Pick and Pop? Schön. Primo macht das gut. Okay, und die Knicks wieder hier mit einer Timeout. Tom Thibodeau denkt sich so, ah, lief jetzt nicht perfekt, ich muss noch mal was justieren. 3 Punkte Abstand hier. McCoy geht da direkt mal auf Rose. Randle. Oh, das war nicht gut verteidigt. Trotzdem hat er den nicht reingemacht. Primo. Catch and shoot. Also Primo liefert richtig ab. Nice. D-Rose. Jetzt hier Quickly. Ah, da habe ich ihn, habe ich Ayton komplett vernachlässigt. Jetzt wieder Primo. Nein. DeJounte Murray, Rose. Und war das offensiv? Blocking Foul, okay, schade. Oh, und der hat sogar gezählt, der Drive. Und der Drive hat sogar gezählt, weil es noch in der Wurfbewegung war, sagte der Ref. Er ist natürlich dann doppelt bitter, weil sie so 3 Punkte gemacht haben. Jetzt hier Johnson. Gibt den Ball ab auf Primo. Ja, hat den leider nicht reingemacht. Johnson. Ach, ganz schlechter Ball. Und den Rebound haben wir leider auch nicht. Ach, Barrett mit dem Dreier. Oder war es ein langer Zweier? Jetzt wieder Primo. Jetzt hier McCoy mit dem Fake, ja, gibt den Ball doch wieder ab. Murray aus der Mitteldistanz, Money. Oh, wenig Zeit nur noch gehabt, ne? Das Spiel ist nämlich gleich rum. Also jetzt halt wirklich die große Frage, wo landen wir gleich, ne? Die nächste Niederlage, 10. in Folge, oder kann man sie hier doch abwenden?
Oh, Quickly. Barrett hätte den Dreier nehmen können, wollte er nicht. Sie nehmen den einfachen Wurf und machen den dann auch noch. Ganz üble Geschichte aus unserer Sicht. Ich will jetzt wirklich die besten Schützen auf dem Feld haben. Primo, Bjelica, Murray, Samanic, okay. Aber warum nicht Oladipo? Und dann Primo einfach dahin. Bjelica und dann McCoy. Oladipo verschaffte sich Platz. Ah, okay. Wir verlieren das Ding. 10. Niederlage in Folge. Das ist natürlich hart. Andererseits, gut, wir sind noch im Aufbau. Deswegen ist das nicht so schlimm. Oladipo ja mit den meisten Punkten. Dann Primo, Diallo und Co. Und hier random mit einem Double-Double Quickly. Okay. Schade auf jeden Fall. Wieder nicht gewonnen. 10 Niederlagen in Folge. Ja, wir gucken mal. Hornets und Lakers noch. Wir schauen mal, ob wir hier gewinnen. Sieht gut aus gegen die Hornets. Ach, geht doch. Geht doch. Nach 10 Siegen in Folge, 10 Niederlagen in Folge gibt es dann tatsächlich auch mal einen Sieg. Ich würde ansonsten mal jetzt gucken. Trade vorschlagen. Wir müssen erstmal kurz in die NBA-Tabelle nochmal schauen. Also New Orleans ist ganz oben, Milwaukee und Co. Die Knicks, Cavaliers, okay. Interessant. Ich würde gern irgendwie mir einen Pick nochmal schnappen, ne? Zum Beispiel Trailblazers Pick, ne? Ah, Larry Nance, ja gut. Vielleicht brauchen die den halt nicht. Ob ich denen da irgendwas Geiles anbieten kann, zum Beispiel so ein Oladipo. Okay, der darf noch nicht. Aber so ein Terrence Ross zum Beispiel. Und vielleicht noch irgendwas Talentiertes wie... Ah, es geht auch nicht, ne, weil sie dann Spieler zu viel haben. Nee, dann wird das nicht. Wir gucken nochmal, was wir für Terrence Ross sonst finden können. Trade, nicht vorschlagen, sondern Trade suche. Genau. Terrence Ross. Mhm. Chedi Osman, okay. Wir würden immer nochmal einen Zweitrunden-Pick kriegen. Osman, auch gar nicht mehr so jung, ne? Ja, Team Option, okay. Boah, ich könnte Buddy Hield kriegen, ne? Aber der hat halt einen fetten Vertrag. Oh, Kyle Kuzma. Wobei von Kuz, der wird uns langfristig auch nicht weiterbringen. Ich nehme tatsächlich den Trade an mit Chedi Osman. Ich kriege einen Zweitrunden-Pick. Chedi Osman, den kann ich dann auch ziehen lassen, wenn ich ihn nicht unbedingt brauche. Von daher kann man machen. Dann ist nämlich jetzt erstmal er weg. Terrence Ross, der hat immer Ärger gemacht. So, für Osman gibt es dann sicherlich auch die 10 Minuten, die jetzt noch übrig sind. So. Und dann haben wir eben Osman, der nochmal 10 Minuten kriegt. Ist ja auch ein junger Spieler. Šamanić ist ja auch wieder back, ne? Stimmt. Boy Banks, warum hat der minus 4? Was ist mit ihm denn schon wieder los? Er fühlt sich zornig, okay? Aber ich kann ja nicht gucken, warum. Dann sag mir doch, warum du dich zornig fühlst. Kriegt er halt auch nur ein paar Minuten nochmal weniger. Diallo. Auch Oladipo noch ein bisschen weniger, so mit Šamanić nochmal ein paar Minuten kriegt. Hat er 12 Minuten, Osman 11, komm. Das passt. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Der Jante Murray ist erschöpft, heißt es, okay. Ah, gegen die Lakers gewinnen wir wahrscheinlich nicht. Jo, wieder verloren. LBJ, Davis und Westbrook haben uns auseinandergenommen.
Geh mal vor bis zu den Dallas Mavericks. DeJounte Murray ist immer noch erschöpft, ey. Das sollte der doch hinkriegen, so diese paar Spiele hier. Mhm. Also auch nicht so perfekt gerade, ne? Ich würde nochmal reingehen, was das Management, was die Vertragsverlängerung angeht. Warum will er nicht verlängern, ey? Murray wird auch Restricted Free Agent, ne? Unrestricted bald, in 2 Jahren. Das Ding ist, man muss sich halt echt überlegen, will man mit ihm weitermachen, ne? Weil für Murray würde ich echt was kriegen. Schamanisch würde verlängern, aber die Dings ist mir zu viel. Ich meine, Murray ist kein schlechter Spieler, aber er will bald 22, irgendwas Millionen. Er verdient jetzt schon 16, 17 Millionen. Und hier muss man sich echt überlegen, ist Murray wirklich der Spieler, mit dem ich langfristig dort weitermachen will? Johnson zum Beispiel, da bin ich euch ehrlich, ich kann da ja eh den Vertrag verlängern, wie ich witzig bin. Mit ihm will ich gerne weitermachen, der hat aber minus 4, ey. Warum hast du denn minus 4, Kollege? Dann sag mir doch, was los ist, das nervt mich schon wieder. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll, das ist halt das Nervige. Ich fühle mich durch die Entwicklungen in letzter Zeit erregt. Aber dann sag mir doch, wie kann ich dir denn helfen, Diggi? Sag mir doch, wie ich dir helfen kann. Ich meine, also mehr als plauschen kann ich ja nicht mit ihm. Ich kann mit ihm reden, dann quatschen wir ein bisschen. Und dann geht seine Moral nach oben. Aber warum kann ich nicht... Ja, warum kann ich nicht sagen, yo, das und das, hier und da. Lass uns, keine Ahnung, Kaffee trinken gehen. Walker ist wieder back, okay. Gut, Lonnie Walker ist natürlich auch wieder im Roster. Wastel kriegt weniger Minuten, das steht fest. Murray ein bisschen weniger, der ist hier eher erschöpft. Johnson ein bisschen weniger, McCoy ein bisschen weniger. Und dann haben wir da eben die 14 Minuten für Lonnie Walker. Das passt dann wieder. So. Gehen wir noch mal ein bisschen vor. Ich meine, Murray hat jetzt auch weniger Minuten, auch wegen seiner Erschöpfung und Co. Verlieren wir selbst gegen OKC, das wäre hart, ne? Crazy. Selbst gegen OKC verloren. Die haben natürlich jetzt aber auch echt ein gutes Team mit Jackson Jr. und Shai Gilgeous-Alexander. Er hat einfach eine 90. Er hat einfach eine 87, das ist schon krass. Also die haben da schon echt ein gutes Team, ne? Wisst ihr, was ich mich frage? Was ist eigentlich mit Scouting die ganze Zeit? Das frage ich mich schon irgendwie die ganze Zeit, warum da gar nicht mein Scout die ganze Zeit herkommt. Nicht allgemein, sondern wo muss ich dann reingehen? Team. Was ist denn mit Scouting? Wo kann ich das denn angucken? Lege fest, ob Talentscouting von der CPU geregelt wird. Nö, sollen sie auch nicht. Aber warum wird denn nicht gescoutet? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wenn ich erstmal zu meinem Personal gehe. Was machst du denn die ganze Zeit? Plauschen wir mal mit dem Scout hier. Mhm. Aber bisher hat er mir nichts gebracht, ne? Na gut. Wir gehen nochmal vor. Ich will mindestens bis zum Pelicans-Spiel. Ich will mal gucken, wo wir am Ende dann stehen. Ob wir dann inzwischen wirklich so Tanking-Mode sind. Und ich muss echt überlegen, DeJounte Murray traden oder nicht. Was sagt ihr denn? Das würde mich echt mal interessieren, was ihr in den Kommentaren dazu sagt. DeJounte Murray, traden oder nicht? Stark von Porzingis hier vor allen Dingen, ne? Ich gucke mir gleich mal Trade-Angebote für Murray an, weil dann wären wir endgültig im Tanking-Mode. Auch wenn das eigentlich beim Saisonstart nicht so aussah. Ich meine, Murray ist jetzt nicht der junge Spieler, den man unbedingt braucht, ne? Den lassen uns gerade echt abschießen. Wir gehen mal vor, komm. Wir gehen mal bis hierhin vor.
Sieg sogar. Sieg. Niederlage, okay. Wir gehen sogar nochmal bis zu Weihnachten. Niederlage. Sieg, okay. Oh, Oladipo verletzt. Shit. Okay, Oladipo ist jetzt erstmal komplett raus. Das ist aber für die Jungspieler gar nicht so schlecht. Also 16 Minuten. Sollen sie alle ein bisschen davon profitieren? Die ganzen Bankspieler. Oi Banks kriegt natürlich auch 2 und Primo profitiert. So, wir gehen mal bis zum... Ja, machen wir bis Neujahr, komm. Bis zum Duell gegen die Lakers. Ich guck mal, Niederlage, 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 Niederlage. Okay, also wir haben wieder zig Spiele verloren. Gespräch starten, komm, guck mal, was er wieder will. Diese Niederlagen sehen wird langsam zu einem Problem, Belosche. Ich finde, sie sollten unsere Coaching-Strategien ansehen und überlegen, ob wir etwas ändern können, um aus diesem Loch herauszukommen. Machen wir nicht. Also. Wenn ich jetzt einfach mal gucke. Trade-Suche für DeJounte Murray. Der müsste ja eigentlich sehr attraktiv für viele Teams sein. Weil sein Contract auch voll okay ist. Auf gar keinen Fall. Nein. Auf gar keinen Fall. Draftpick 27. Top 3 Geschütz gefällt mir nicht. Ich versuche selber einen Trade zu bauen. Also, wir sagen DeJounte Murray, der hat ja schon einen gewissen Wert. So. Den Gegenwert, den wir kriegen, ist ja fast schon egal. Ne? Wichtig wäre halt nur ein hoher Pick. Also wenn wir jetzt kurz mal auf die Tabellen schauen. New Orleans, okay. Die Mavericks könnten so jemanden eigentlich sehr, sehr gut gebrauchen wie Murray, ne? Mavericks, Washington, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob Dallas vielleicht bereit wäre, was abzugeben. Wenn die Mavericks könnten so jemanden wie Murray wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Wenn man sich auch mal den Roster gleich mal anguckt. Ja. Hardaway kann man nicht traden gerade, ne? Duncan Robinson. Ah, sein Vertrag ist natürlich schon ein bisschen hart, ne? Na gut, sie können ihren Pick nicht traden, okay. Dann müssen wir zu einem anderen Team gehen. Magic waren, ja gut, Top 3 geschützt. Chicago haben sie leider nur, ne? Haben sie nicht ihren eigenen Pick? Doch, haben sie. Also habt ihr vielleicht irgendeinen viel zu teuren Vertrag? Markel Fultz zum Beispiel. Oder Brook Lopez, der ist nicht so viel wert. Was ist, wenn wir einen Top 10 geschützten Pick plus Murray gegen ihren Pick in diesem Jahr abgeben? Weil ich will ungern unseren Pick abgeben. Obwohl Top 10 geschützt geht eigentlich, ne? Machen wir mal Lotterie geschützt. Wollen sie nicht. Wizards waren auch noch ganz weit oben, aber sie haben ihren eigenen Pick gar nicht. Wer hat denn den Wizards Pick? Ah, okay, ist hier aber Lotterie geschützt. Raptors wären sonst vielleicht noch interessant. Könnten die Raptors nicht so einen Spieler wie ihn gebrauchen? Die haben halt leider nichts als Gegenwert, was sie mir wirklich geben können, ne? Das ist halt das Problem. Muss man natürlich auch gucken. Lauri Markkanen. Das würde auch nicht gehen. Kelly Oubre. Die Hornets. Achso, die haben nur 2. Runden-Pick. Ja, das ist nicht so geil. Ah, gut. Gehen wir nochmal weiter. Also Picks, 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 Picks. Wer kann mir noch einen Pick geben? Das Problem ist, ich habe halt nicht so die krassen Dinger, ne?
Was ist mit Pacers? Können die mir irgendwie 2 Picks geben? Bullock verdient sehr, sehr viel, ne? Was ist, wenn ihr mir Reggie Bullock und 2 Picks gegen DeJounte Murray gibt? Na, dadurch würden sie ticken zu viel. Ah, automatisch. Wollen sie nicht, okay. Trotz der Trade-Ausnahme. Vielleicht haben die ja noch, vielleicht haben wir noch irgendeinen Spieler, den wir den anbieten können, der so interessant ist. Ich würde selbst einen Jakob Pötel abgeben, weil wir haben ja McCoy. Können dann gerne auch mir irgendwas Schwaches geben. Das wäre da ein bisschen too much von der Differenz, okay. Aber auch so jemand wie Durate, der ist ja noch weniger wert als Pötel, ja, das geht auch wieder nicht. Was ist, wenn ich... Diallo hat auch nur 2,5, ne? Das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Nee. Dann versuchen wir das nochmal rauszunehmen. Und versuchen mit Zweitrunden-Picks aufzufüllen. Sagen wir dieses Jahr Zweitrunden-Pick. Bulls Zweitrunden-Pick. Wollen sie auch nicht. Wessel hat auch nur 2. McCoy hat halt richtig Trade-Wert, ne? Aber den gebe ich nicht ab. Primo, ja. Johnson wäre noch so jemand, ne? Aber den will ich ungern abgeben. Wessel. Schwierige Geschichte, ne? Sie wollen es leider nicht machen. Was ist, wenn ich sie mit 2 Runden-Picks einfach zuschütte? Einfach als die ganze Trade-Masse. Wollen sie alles nicht machen. Okay, dann lassen wir das. Oh, die Folge geht schon wieder ziemlich lang, wie ich gerade merke. Ich will aber nochmal irgendwas versuchen. Irgendwo muss es doch einen Deal geben, wo man wirklich sagt, jo, da geht was. Aber man könnte bei den Lakers natürlich was versuchen, ne? Weil die werden ja wahrscheinlich mit der Zeit hier irgendwann richtig schlecht, ne? Miami hat noch ihre ganzen Erstrunden-Picks auch, ne? 2,26, 2,27. Zum Beispiel gegen einen Powell. Da werden sie ein bisschen zu viel verdienen. Leider. Hm. Gucken wir nochmal. Ich will nochmal kurz hier irgendwas versuchen. Philadelphia könnte auch interessant eigentlich sein, ne? Boston. Was, wenn wir versuchen, ihnen 3 Picks abzuluxen? Und sie geben mir einfach Melton für Murray. Das geht nicht ganz. Ja, Ricky Rubio von mir aus noch. Und ich gebe euch irgendwas Gutes. Verdienen sie wieder ein bisschen zu viel, ne? Ja. Funktioniert auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig, jetzt wirklich Picks zu finden, ne? New York. Vielleicht ja wirklich die Knicks hier. Vielleicht kann ich von denen richtig Picks abstauben. Was kann ich euch denn billigst anbieten? Wessel verdient auch 157.000, zu viel verdienen sie. Das ist ja Minus.
Kevin Knox, okay, der kann nicht toppen. Okay, Talak ist ein bisschen zu viel wert, verstehe. Der Andre Ayton hat übrigens einen Minimum-Contract, what the... Das geht auch alles nicht, ne? Was aber, wenn ich Wastel rausnehme? Dafür Diallo reinpack? Dann werden sie halt auch minimal zu viel verdienen, ne? Packe ich noch jemanden Minimum rein? Zweitrunden-Pick. Zweitrunden-Pick. Ich bin jetzt von unserem aktuellen Kader, bla bla, okay. Was ist, wenn wir einen Pick rausnehmen? Sagen wir den 23er-Pick. Geben wir euch noch einen Zweitrunden-Pick. Ah, verzweifelt. Verzweiflung aktuell, wirklich. Ah, ich weiß, die Folge geht schon wieder echt lang. Entweder ihr freut euch drüber und denkt euch, ey, ist ein bisschen too much. Ich suche nochmal was. Ich will einfach irgendwas hinkriegen, Pick-mäßiges. Was mit den Warriors eigentlich? Ja, sie dürfen nicht mehr, ne? Gehen wir mal nochmal in Gehälter rein. Irgendein Team muss doch einen katastrophalen Vertrag haben. Für einen Spieler, der viel zu überteuert ist. Wie Derek Favors zum Beispiel bei dem Thunder. Oder Dario Saric bei den Suns. Ich gebe euch DeJounte Murray, dann verdient ihr wieder einen Ticken zu viel. Aber habt ihr noch einen zweiten schlechten Vertrag, zum Beispiel Jay Crowder? Oder dürft ihr jetzt ja nicht so viel wert sein? Diallo und Murray gegen zwei Picks und die beiden. Wir haben kein Interesse an diesem Trade. Ich habe ein Angebot, das aus meiner Meinung nach beiden helfen würde. Oh. Sie geben mir zwei Picks für Murray, Diallo, Eubanks und Lewins. Dann gib mir noch einen Pick. Gib mir noch einen dritten Pick und ich mache es. Oder gib mir euren 27er, ah, dürft ihr nicht. Okay, okay, verstehe. Crowder. Ich will nur mal kurz die Verträge durchgehen. Ich will nämlich flexibel bleiben. Crowder läuft aus. Carter läuft aus. Saric läuft aus. Eubanks ist talentiert, aber schon 25. Lewins, Diallo und Murray. Könnten wir loswerden, wir würden dafür Picks kriegen. Und die sind mir gerade echt wertvoller. Come on, ihr habt doch eben dieses Angebot gemacht. Nochmal neu, komm. Gehen wir nochmal zu den Suns. Gehen wir nochmal zu den Suns, okay. Also die beiden Picks wollte ich gegen Murray. Diallo und ihr solltet mir geben... Crowder und Saric, ne? Das war der Deal. Okay, aber sie wollen es so machen. Sie wollen mir noch Michael Carter anbieten und einen Lewins kriegen. Booyah! Okay, das war jetzt relativ viel hier geguckt. Was kann man für Trades machen? Also, ich weiß nicht, ob ihr es kritisch seht, dass ich jetzt Murray abgegeben habe, aber er ist halt auch kein richtiger Franchise-Player, wenn man ehrlich ist. Hä? Du hast keine Aktion für heute übrig. Was? Was soll denn der Schwachsinn? Warte mal. Diese Aktionspunkte, die gehen mir gerade richtig auf den Sack. Gehen wir nochmal kurz. Team. Aktion. Wenn diese Aktion verwendet das Team Aktion etwas. Nee, Bullshit. Ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich will doch nicht Aktionspunkte haben, um irgendwas tun zu können. Wenn ich was verschieben will, will ich es verschieben können. Also. Carter Williams spielt erstmal keine Rolle bei uns. Das ist logisch.
Ich werde auch noch versuchen, vielleicht Oladipo irgendwie wegzukriegen. Also Walker kann Point Guard, ne? Dann geht er dahin. Ich verteile nochmal kurz die Minuten. Wastel, Johnson und Wes McCoy. Warum sollte der nicht spielen? Jelica. Also McCoy kriegt erstmal richtig Verantwortung. 36 Minuten. Zusammen mit Johnson, die beiden Leader. Wastel kriegt 30. Primo und Walker werden auch nochmal richtig Minuten kriegen. Primo kriegt nämlich auch 30, genauso wie Lonnie Walker. Das sind jetzt hier die neuen Young Guns. 24, 20, 22, 23, 20. So, dann haben wir von der Bank natürlich Pötel. Und die anderen beiden. Carter Williams, Chidi Osman kriegt natürlich auch noch. Šamanić kriegt auch noch mal seine 12 Minuten, dann passt das. So, wir sind dann jetzt offiziell noch mehr im Rebuild, kann man sagen. Also noch mal klarer im Rebuild, wenn man ehrlich ist. Aber Leute, somit die Folge jetzt nicht schon wieder viel zu lang wird, weil sie ist schon wieder viel zu lang geworden eigentlich. So lang sollte sie nicht sein. Würde ich die Folge an der Stelle hier beenden. Was haltet ihr von Murray, die ich weiß, das könnte man kritisch sehen. Andererseits haben wir endlich mal ein paar Picks bekommen. Und wenn ich mir kurz angucke, wo die Phoenix Suns stehen. Die sind immerhin auch hier unten. Und die können durchaus noch fallen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Dallas, Portland, vielleicht sogar die Clippers mit ja, Kawhi und Paul George, die noch überholen. Und dieser Suns-Pick könnte noch richtig fallen. Wir sind gerade letzter. Wir sind sogar das schlechteste Team der Regular Season, dass wir da zwei sehr, sehr hohe Picks haben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich verstehe natürlich auch, wenn man das kritisch sieht. Aber euer Valor meldet sich jetzt fürs Erste ab und bye bye.